kann man malen und spielen und basteln und mit Kreide malen. Das internationale Kinderhaus in der Wiesenhüttenstraße in Frankfurt gibt es seit über 15 Jahren. Das Angebot ist für die Kinder kostenlos. Das Ziel? Das Haus richtet sich an Kinder, die besonders gefördert werden sollen. Besonders die, die häufig vergessen werden. Pro Tag wuseln mindestens 30 Mädchen und Jungen durch die bunte Villa. Wir haben immer wieder gemerkt, dass die Kinder sonst teilweise hier im Bahnhofsviertel auf der Straße sind oder in sehr beengten Familienverhältnissen wohnen. Also wir haben Kinder, die wohnen in Hotels, in einem Zimmer, zu fünf, zu sechst. Von daher ist es einfach wichtig, hier Raum zu haben. Hier Raum zu haben, hier Ansprechpartner zu haben, Deutsch zu lernen. Alle Kinder zwischen 6 und 13 Jahren dürfen kommen. Sie sollen sich nur kurz anmelden mit ihrer Telefonnummer oder Adresse. Manu kommt immer montags zwischen Schulende und Yoga-AG. Am liebsten ist sie im Toberaum, aber im Kinderhaus gibt es noch viel mehr. Spiele, Disco-Raum, Mädchenraum, Jungraum und da oben ist ein Baumhaus, da kann man klettern. Oft sagen die Kinder, oh, ich würde gerne basteln, dann gucken wir das ermöglichen, dass sie da einen Raum haben und stellen die Wasserfarben zur Verfügung und so weiter. Also da gucken wir schon und wir haben wöchentlich eigentlich eine Kinderversammlung, wo wir dann so Fragen an die Kinder stellen und wo sie sagen können, was ihnen nicht passt am Kinderhaus. Im Kinderhaus spielt Geld keine Rolle. In der Jugendarbeit sind kostenlose Angebote heute besonders wichtig, denn gerade Kinder sind von Armut betroffen. Jeden Mittag gibt es auch ein warmes Essen. Die einzige Währung, die zählt, ist der Kinderhausdollar. Das haben die Kinder auch selber erfunden. Die haben gesagt, sie möchten gern Geld verdienen. Sie müssen immer Hausaufgaben machen und sie kriegen nichts dafür. Und dann haben gesagt, okay, probieren wir das mal aus. Durch Hausaufgaben machen oder 10 Minuten lesen können sich die Kinder einen Dollar verdienen. Den können die Kids dann beim Kinderhauskiosk ausgeben. Nachholbedarf gibt es noch bei der Medienkompetenz. Der PC-Raum liegt brach. Für Kinder mit Rollstuhl ist es im Kinderhaus schwierig. Überall Treppen. Für viele Einrichtungen sind das ganz besondere Herausforderungen. Aber der Einsatz für die Kinder und Jugendlichen lohnt sich. Die Kinder freuen sich, wenn sie uns sehen. Wir freuen uns. Ich arbeite total gerne hier. Sonst würde ich es ja auch nicht so lange machen. Es gibt viele glückliche Momente. Also es gibt viel, wo man von den Kindern zurück, also man kriegt viel zurück.